Hallihallo, willkommen zu einer neuen Kurzfilmkritik, nenne ich es einfach jetzt mal. Ja, es geht, wie man im Titel ja schon liest, um den kleinen Fanfilm Voldemort Origins of the Air. Und ja, der ist ja jetzt, glaube ich, schon vor ein Jahr oder so angeteased worden. Dann kam Trailer, sah alles schon ganz gut aus. Ne? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Der Film geht ungefähr um 52 Minuten eben. Und ja, ich bin halt, habe mir den einfach mal angeguckt, eben mir 52 Minuten zur Seite genommen und ja, mir einfach mal ein paar Notizen gemacht von ein paar Sachen, die mir jetzt auffallen. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit irgendeinem anderen Harry Potter Film. Dazu muss man wissen, es ist ein Low-Budget-Film, es ist ein YouTube-Film, also die haben da auch keinen Gewinn von, weil es auch ein paar Probleme mit Warner Bros. Gab und ja, das ist halt, ja, darf man nicht so viel erwarten, also muss man mit anderen YouTube-Filmen vergleichen. Und da muss ich sagen, ist das im Großen und Ganzen ganz ordentlich gelaufen. Ich glaube, ich habe da schon vielleicht einen gesehen, der vielleicht besser war. Aber trotzdem ist das für YouTube und so weiter gutes Niveau. Und ja, im Großen und Ganzen lohnenswert, wenn man Harry Potter-Fan ist. Am meisten, wenn man, glaube ich, so viele Fanfiction liest und sowas auch sehr, sehr gerne mag. Erstmal möchte ich auf die Effekte eingehen. Also, sie waren, also man, wie schon gesagt, nicht viel Geld und darf da nicht so viel erwarten. Aber die Art trotzdem haben mir ein bisschen so, gestört. Die haben dann irgendwie so, als würden sie so Feuer werfen, geschossen. Und dann gab es auch immer bei jedem Zauber irgendwie so kleine Fünkchen, also so als würde irgendwas brennen. Und dann, ja, war. Hätte besser laufen können, aber ja, naja, für einen YouTube-Film geht schon. Was ich ein bisschen kritisch fand, also ich würde schon sagen, dass der Film eher für die Filmgucker ist, als für die Bücherleser vielleicht, oder die sich da ein bisschen, also mehr damit auskennen, denn ich hatte sehr stark bei, ich glaube, das waren zwei Szenen, wo das so war, das Gefühl, dass sie sich nicht so gut bei Harry Potter auskennen, denn wir haben hier zweimal haben wir hier das Imperio Incantatem. Dazu muss man aber auch sagen, darum sage ich Filmgucker, dass die Filme den gleichen Fehler gemacht haben, denn es ist nicht, irgendwie ist das nicht jedem verständlich geworden, dazu auch die Filmemacher von Episode will ich ja natürlich nicht bei Star Wars, bei Teil 7, denn wir haben ja diesen epischen Zauberding, das ist auch zum Beispiel auch, ja, bei 7 Teil 2 am Ende, wo Voldemort und Harry gegeneinander kämpfen und dieser Strahl aufeinander trifft, das ist falsch, sogar war das auch nicht im Buch. Aber es sieht halt einfach episch aus im Film, also kann man es auch irgendwie verzeihen, aber es ist ein fetter Logikfehler, denn Priore Incantatem ist nur, wenn diese zwei Zauberstäbe halt Zwillinge sind, wie das ja beim vierten Teil, das ist der einzige Mal, wo das richtig ist, halt, ja, die gleiche Feder haben, etc., etc., und die können sich nicht gegenseitig zerstören. Darum prallt der Strahl zueinander, und die können sich nicht richtig, also können sich nicht richtig besiegen. Und dann kam ja diese ganze Geister raus, bla bla bla. Und das hatten dann ja auch, ich glaube, bei Voldemort und Dumbledore war das, glaube ich, mein Kampf kurz. Dann auch noch bei Arthur oder so, beim Kampf um Hogwarts. Und dann natürlich das am Ende mit Voldemort und Harry. Und hier haben wir, und das sind auch alles Fehler. Und hier haben wir auch diesen Fehler, dass es zwei kleine Kämpfchen gibt, wo die Strahle so episch gegeneinander knallen und so weiter. Und das ist einfach falsch. Und da hat man das Gefühl, dass die sich da nicht so gut auskennen und halt einfach nur die Filme geguckt haben, cool finden. Und denen ist das natürlich dann auch nicht so bewusst irgendwie, dass es ein Fehler ist. Kann man natürlich verzeihen, wollte ich jetzt aber nur ansprechen, so als Potterhead, sag ich einfach mal so. Und ja, das einfach nur dazu, wollte ich einfach nur mal erwähnen. Ja, dazu muss man auch noch sagen, die Schauspielkunst ist okay im Großen und Ganzen. Es sind natürlich keine Hollywood-Schauspieler, darf man auch nichts erwarten. Nur der Schauspieler Stefano Rossi, der wahrscheinlich keiner was sagt, der halt Tom Riddle spielt, war eigentlich gar nicht so schwer. Also natürlich
kannst du jetzt nicht mit Benedict Cumberbatch, Michael Fassbender oder was weiß ich wen aus der Filmbranche vergleichen. Aber jede Szene mit ihm, wo er halt Tommy Shell, habe ich ihn abgekauft. Also man hatte auch immer generell so eine düstere Stimmung. Auch die Musik war auch in diesem Kurzfilm sehr gut. Und der hat es irgendwie, also diese Art von Tom hat er sehr gut rübergebracht, so wie ich mir auch mehr oder weniger vorstellen würde. Was nur dann seltsam war, am Ende hatte der dann ab und an, das war halt so eine Sith-Sache irgendwie, wenn er dann wütender wird, aggressiver, hat er dann plötzlich so rot leuchtenden Augen, was natürlich nicht falsch ist, aber in diesem Kontext falsch ist, denn das ist alles halt später gekommen, durch Horcrux etc., Zauberei, bla bla bla, und der sieht halt noch, der hatte das, wo er noch auf der Suche war und so weiter, nur weil er aggro wurde, hat er diese schlangenroten Augen und so weiter. Und das sah auch dann leider nicht so gut aus und kritisch ist das. Aber trotzdem, Tom hat mir in diesem Film schon gefallen. Dann haben wir natürlich auch noch diese ganzen anderen Erben, darum Origins of the Air, die ja interessant waren schon irgendwie, aber gingen zu Tom recht langweilig eigentlich waren irgendwie. Also es wurde dann so praktisch eingefügt, ja, also über Erben von Godric Gryffindor gibt es halt keine Aufzeichnungen mehr, das wurde geheim gehalten und so weiter. Ja, irgendwie schwach, kann ich aber mit leben. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, kann man alles so machen. Man muss es halt irgendwie sehen, wie so eine Art Fanfiction irgendwie, wo sich ein Fan ein bisschen da abseits des Kanons Ideen gemacht hat. Interessant war auch, dass es ab und an auch um Grindelwald ging, dass es halt nach ihm eigentlich am besten keinen dunklen Magier mehr geben wird. Ha, am Arsch. Voldemort ist eigentlich so noch schlimmer. Was ich aber sehr interessant war, weil es Ich kenne das jetzt nicht, also ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt oder so. Es gibt ja in der Harry Potter Welt den Orden des Merlins, ne? Und irgendwie, also das war irgendwie so ein Kontext, dass man eine Ehrung für irgendwas Böses, glaube ich, eher bekommt. Und er hieß dann, also zumindest habe ich es irgendwie so verstanden, und der hieß dann Orden, also Order of Morgana. Also Orden der Morgana. Die halt die größte Erzfeindin von Merlin war. Und das fand ich sehr interessant, eine sehr, sehr gute Idee. Und das sind so kleine Sachen. Wir haben auch hier und da sehr nette Sachen versteckt. Und ja, im Großen und Ganzen kann auch Spaß machen. Werde ich mir vielleicht jetzt in den nächsten 5 Jahren noch einmal angucken. Einfach nur so, ach, wie war das denn noch? Und nochmal zu sehen, wie, also weil die Stimmung mit über rum um Tom irgendwie war sehr gut. Aber sonst, keine Ahnung, also wer jetzt nicht in Harry Potter drin ist, der wird wahrscheinlich diesen Film von vornherein scheiße finden. Aber dazu muss man auch sagen, wie schon gesagt, ist ein YouTube-Film, darf man nicht viel erwarten. Die bekommen davon kein Geld, die haben nicht so viel Budget, dafür ist das alles gut gelaufen. Also ich habe schon andere Filme gesehen, wo Blut wesentlich billiger aussieht und die sich dann als Blockbuster bezeichnen. Und ja, im Großen und Ganzen ging das. Meine große Kritik ist es halt, sieht man anscheinend die Effekte, das ist ein bisschen kritisch, weil das dann zum Beispiel aussieht, am Anfang ja, teleportiert sich diese Gryffindor-Frau die ganze Zeit rum, das sieht dann aus wie bei Flash irgendwie so, wenn er rennt, irgendwie die ganze Zeit sieht man so einen roten Streifen, als würde der, das war dann schon ein bisschen seltsam. Aber naja, soweit, so gut. Und ja, da schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Voldemort-Kurzfilm denn so fandet. Und ja, das war soweit alles, was ich zu diesem Film zu sagen hatte. Und das heißt dann, man verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.